Das Spannende ist, dass Top-Männer Frauen nicht teilen, aber Frauen Top-Männer durchaus eher zu teilen bereit sind, zumindest auf subtiler Ebene. Soll heißen, Optionen zu haben, das macht Männer attraktiv und hilft enorm dabei, dass Frauen nicht auf dumme Gedanken kommen. Ob eine Frau aber Optionen hat oder nicht, das hängt erstens nicht von ihrem Status ab, sondern nur von ihrem Äußeren und ist zweitens für den Top-Mann irrelevant, da dieser ja selbst aus dem Vollen schöpfen kann, wenn er nur will. Und wenn eine Frau von ihren Möglichkeiten bei anderen Männern übermäßig Gebrauch macht, dann verliert sie halt ihre Anziehung und wird vom Beziehungsmaterial zur Rumreiche. Also nochmal, das mit den Optionen, das ist eher eine Männersache, die eine Art Trumpf für den Mann sind, so würde ich es mal sagen. Bei Frauen spielt das keine wirkliche Rolle. Schöne Frauen wissen, dass sie heiß sind und, naja, Frauen generell, egal ob heiß oder nicht heiß, die können sich innerhalb von einer Stunde Beischlaf organisieren. Und als Fazit in Bezug auf Frauen, die zu dir zurückgekrochen kommen wollen, würde ich dir nur sagen, aufgewärmter Kaffee schmeckt bitter. Ich danke dir fürs Zusehen, liken, kommentieren und abonnieren. Ciao, ciao.